Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Amnesia: The Dark Descent. Und wir waren, ach ja, genau, hier waren wir, haben ja da was aufgenommen. Genau. Wir brauchten ja vier Flüssigkeiten, ne? Wir haben jetzt drei. Königswasser, ein Glas Opium und ein Glas Kuprit. Okay. Also die Geräusche hier sind definitiv das Schlimmste. Ich wollte noch nach Zünderbüchse gucken. Gibt Schnitt. Mann, wer geht denn hier immer so? Raschelt jemand mit seinen Ketten? Wie viel Öl haben wir noch in der Lampe? Gar nichts mehr, ist das nicht toll? Ist das nicht schön, dass wir einfach gar nichts mehr in der Lampe haben? Nee, ist auch nichts. Hey, hallo? Lebe ich noch? Anscheinend. Alter, geh an. So, acht Dings haben wir noch, haben wir irgendwie. Vermutlich haben wir keine Notiz, das hätte er uns ja angezeigt. Hier haben wir noch eine Zunderbüchse. Aber hier haben wir nirgendwo noch. Nirgendwo haben wir hier noch Öl. Das ist nicht gut. Doch. Was ist das hier? Laternenfüllung, genau. Das hatte ich noch so von der Demo, die wir mal gespielt haben, in Erinnerung. Das ist aber, glaube ich, gar nicht mehr da, das Display. Ich glaube, das gibt es schon gar nicht mehr. Zu finden auf dem Kanal. Ich meine, das habe ich mir runtergenommen. Ich weiß es nicht genau. Muss man mal gucken. Müssen wir da irgendwie. Erstmal haben wir mal Licht. Das ist ja wohl ganz klar. Zum Schieben der Link, halt die linke Maustaste oder RB. Kriege ich aber nicht. Jetzt hat das gerade funktioniert. Oh, hier sind so viele. Oh. Hier wollte ich gar nicht, wollte. Springen, genau. Also wenn ich ehrlich bin, will ich die Tür hier auch gar nicht freiräumen, weil ich habe nämlich Angst vor dem, was dahinter ist. Aber uns bleibt wohl nichts anderes über. Mal einfach mal ein bisschen Platz hier. Ne, falls wir auch gleich dann ganz schnell weg müssen. Machen wir hier auch einfach mal ein bisschen Platz, ne?
Okay, jetzt weiß ich, wo wir wieder sind. Da, wo wir. Warum war das jetzt. Oh, ich hab ein. Guck mal hier, wenn man das hier gerade so sieht, hier. Nee, hier. Wird gerade meine Schulter ausgekiet. Weil ich so schlau war und meinen grünen Pulli nicht ausgezogen habe, was ich eigentlich machen wollte. Das ist natürlich sehr intelligent. Da muss ich mich einmal. Das war natürlich. Ich kann jetzt gerade ja nicht so schön weggehen, weil sonst wird sich wahrscheinlich gleich die. Meint wahrscheinlich die Facecam gleich. Neu zu. Keine Ahnung was. Oh, Mikro, mach mal kurz Platz. Guck mal, jetzt macht die wahrscheinlich gleich einen auf. Ich verändere mal irgendwas. Nee. Controller wieder. So. Einmal Armbänder noch zu linksen. So. Passt. Da waren wir eben. Da ist gar nichts. Waren wir hier schon? Hier waren wir doch, ne? Ja, hier waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon. Da waren wir vorhin gerade drin. Dann müssen wir jetzt hier noch rein. Ne, hier waren wir ja aber auch schon. Sind wir hier vielleicht fertig? Ich glaube, wir sind hier fertig. Habe ich so den Eindruck. Gut, dann gehen wir einfach mal wieder. Und gucken mal, was anderswo noch los ist. Er setzte sich bei der Kasbahn nieder und rang nach Luft. Schweiß tropfte von seiner Stirn auf den sandbedeckten Boden. Aua. Wieder dieses schöne Zeug. Und das ist hier raus. So kann ich nochmal laufen. Okay. Das ging gerade nämlich nicht. Ja, das habe ich erwartet. Gehen wir mal zurück ins Labor. Es war unvermeidlich. Die Erschütterung auf der Straße weckte seine Aufmerksamkeit, als er die festen Fensterläden öffnete, öffneten die französischen Soldaten das Feuer auf und zwei zögernde Männer stimmten vermummten im Rauch der Waffen. Ne? Hast verstanden, ne? Gut. Ich nicht. Ich konnte so schnell nicht lesen. Ich habe nur irgendwas, irgendwie die Wörter schnell gesagt. Aber registriert das Verstand habe ich jetzt nicht. Am Ende. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Oh. Oh. Okay, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir eine Box hier öffnen kann, aber. Nicht. Okay, irgendwas müssen wir ja übersehen haben. Wie zum Beispiel eine Zunderbüchse. Das ist natürlich auch noch was, aber irgendwie. Haben wir in die Schubladen schon reingeguckt? Schmeiß mal weg. Nee, komm, was haben wir hier denn? Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denke und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weiß um sie,
Sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit, einer sicheren Rückkehr sehne. Aha. Das ist ja nicht das, was ich suche, ne? Sonderbutze, toll, aber nicht das. Kann ich das hier irgendwie doch mitnehmen? Okay, nee, ist doch nur das hier. Oh doch, wir haben ja vier. Oh, ich bin so dumm. Natürlich haben wir haben doch vier Flüssigkeiten. Intelligenzbestie, ey. So, die müssen wir jetzt auch natürlich noch hier. Okay, es scheint nichts zu kommen. Hast du zuerst mal den Brenner? Ist das dieses Rad hier? Ja. Oh, ich hab die ganze Angst, dass gleich das aufgenommen Säuretopf. Na gut, wenn sie meinen. Wir haben eine Notiz. Eine Notiz, ich drücke immer die falschen Tasten. So. Nicht die Notiz an mich selbst, das ist Momentos. Die Treppe. Treppen sind eingestürzt. Finde einen Weg, um zurückzuklettern. Okay, hatten wir eigentlich, haben wir eigentlich was im Tagebuch eigentlich? 16. Mai. Und jetzt waren hier einfach nur, die müssen wir auch finden, ne? Daniels Tagebuch. Vielleicht haben wir sie übersehen, vielleicht kommen sie aber auch noch. So, und wir brauchen jetzt eine Möglichkeit, um zurückzuklettern. Diese Bretter scheinen einem ganz passend. Okay. Scheint richtig zu sein. Ich schaue mich hier aber nochmal ganz kurz um. In der Hoffnung, noch was zu finden, was wir eben übersehen haben. Sieht aber nicht so aus. So, okay. Dann gehen wir, denke ich mal. So, jetzt aber. Zurück in die Eingangshalle. Das Leimtuch roch nach Wüste und feuchten Moschus, die Stücke langen durcheinander gewürfelt darüber. Zu viel, dachte er, doch vielleicht zu wenig. Nein, diese Taste. Schön, dass er einfach immer nur trotzdem nur geht. Auch wenn ich ihm sage laufen, der geht einfach ganz entspannt weiter.